Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Outlast. Hat sich gerade die Kamera in unsere Richtung... die ist aktiv. Das ist mir in der letzten Aufnahme gar nicht aufgefallen. Ein schönes Bild hängt hier auf. Naja. Ja. Was darf ich euch erzählen? Wir haben es in der letzten Folge geschafft, den Scheiß-Generator unten zu aktivieren, so dass wir jetzt auch wieder Licht haben. Ist das Specky da drüben? Na. Ach, die wusste jetzt wieder in seinem Rollstuhl. Das ist der, der uns erschrocken hat, ne? In der einen Aufnahme von. Okay, da ist immer noch abgeschlossen. Ja, dann gucken wir doch mal, wo es weitergeht. Wir erinnern uns, dass wir erinnern. Wie viele Batterien hatten wir noch? Zwei. Gut. Da dürfte uns nichts passieren. Ja, was wollte ich sagen? Ach ja, wir erinnern uns, dass wir jetzt den Generator gestartet haben. Theoretisch hier den Fahrstuhl jetzt benutzen können. Und natürlich können wir ihn nicht benutzen. Wo geht's denn jetzt bitte weiter? Ach, jetzt ist dieser Kontrollraum hier abgeschlossen. Ach, witzig. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Da können wir auch nicht durch. Oder war das immer der Kontrollraum? Nee, der ist auch zu. Ja, da hier nur ein Durchgang jetzt frei ist, gucken wir mal, was passiert, wenn wir jetzt da hinten weitergehen. Ah ja, hier. Library, Recreation Hall, Cafeteria, Chapel. Dann gehen wir jetzt mal hier wieder rein. Ach ja, das war ja hier. Wo irgendeiner seine extremsten Tage hatte. Batterien haben wir hier jetzt nicht mehr, ne? Die haben wir, glaube ich, alle aufgesammelt. Jo. Achso, ich sollte mal gucken, ob wir auch... Kann ich mal gerade schnell machen. Nein. Documents, nein. Okay. Mussten wir denn hier wieder was erledigen? Aber die Tastatur ist ja noch aktiv. Was jetzt denn? Nein, bitte nicht schon wieder. Sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Oha, was ist denn mit dem Pastor los? Will you see it? Can you? Der hätte mal Olaf Olas benutzen sollen. Tearing his truth to the unbelievers. Hätte er nicht solche Falten im Gesicht. Accept the gospel. Da werden irgendwelche abgeschlachtet. Hat er uns jetzt betäubt? Ja. Wir sind schläfrig. Und er will nicht, dass wir gehen. Wir sollen miterleben, was in der Nervenklinik, Psychoanstalt, keine Ahnung, was passiert ist. Blut. Ich sehe nur Blut. Aber wir sind noch ganz. Das ist ja der reinste Christenfanatikerraum, wa? Alle
das Heilige Kreuz. Rest in peace. Aha. Was? Da ist er, hat die Tür wieder aufgemacht. Oh Gott, wo sind wir denn jetzt? Oh shit. Naja, wir gucken erstmal, wir haben ja noch ein Dokument hier, ne? Eine Notiz bekommen. Das war die falsche Taste. Nee. Vater Martins Zelle. Der Priester Vater Martin hat mich hierher gebracht, um mir etwas zu zeigen. Glaubt, ich sei sein Zeuge für welche bescheuerten Blödsinn auch immer. Dieser Dr. Wernicke hat mit dem zu tun, was hier schiefgelaufen ist. Aber er ist vor mehr als 10 Jahren gestorben. Ruhe in Frieden steht mit Blut an der Wand geschrieben. Ruhe in Frieden, rest in peace. Und in was für einem bekloppten Abteil sind wir jetzt angekommen? Was? Abgeschlossen. Wie immer abgeschlossen. Also müssen wir da jetzt irgendwie hin. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ob der uns wohl angreift? Hallo. Hallo. Igitt. Irgendwie tun die mir alle leid. Die sehen alle faltig und hässlich aus. Dann gehen wir mal den Onkel hier besuchen. Kucku! Oh! Dem fehlt das Auge. Nein. Oha. Auf jeden Fall hat der dort Auge noch da, aber das ist zugenäht. Was haben wir hier? Hallo. Oha. Zieht euch mal ein Unterhöschen an, Kinders. Ihr holt euch ja ein Venusschnupfen. Track B. Auch abgeschlossen. Ich hoffe nur, dass uns hier keiner angreift. Warum ist der Raum hier dunkel? Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Aber hier ist nichts Besonderes. Langweilig. Don't trust them. They'll tell you it's science. It's not. They were waiting for us. Auch abgeschlossen. Billy Space. Dem? Hat der denn Headshot bekommen oder was? Dunkeln. Also es sind alles Versuchsobjekte. Da liegt einer. Och herrje. Ja, ich würde euch ja alleine lassen, Kinder, aber... Ah, da geht's also weiter. Gut.
Bis hier wird hier noch einer abgeschlachtet, oder was? Naja, zumindest abgeschlossen. So, also die Penismänner. Lasse! Versuche seinen Schädel da zu trainieren, oder was? Okay, also für uns geht's da hinten jetzt weiter in dem einen, in der einen Kammer. Da ist ja ein Loch drin. Ob ich natürlich Lust dazu habe, ist eine andere Sache. Oh, kein Licht. Scheiße, da waren doch die... Die FKK-Vertreter. Und du bist krank. Ist die Batterie gleich schon wieder leer. Müssen wir das Risiko mal eingehen. Ist scheiße, ich weiß es. So. Witzigerweise können wir hier nicht mal drüber springen. Gut. Dann geht's für uns mal dort weiter. Läuft doch einer. Keine Ahnung, kommen wir hier rein? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weil der Fregel da sitzt. Auch nicht. Aber wir können jetzt erstmal das Licht hier ausmachen. Ach, jetzt sind wir hier oben. Das heißt, hier kommen doch jetzt gleich unsere FKK-Vertreter. Aber die sind nicht mehr da. Die wollen uns erschlagen. Oh. Hä, wie können die denn immer so schnell weglaufen? Ach so, das ist jetzt die andere Seite, das ist da. Was? Nee. Ach so. Werde ich jetzt gerade vergiftet oder warum ist der Raum hier der Qualm grün? Check one. Check two. Ah, da ist eine Batterie. Nee, 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 nee. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Ist hier Licht? Ja, das sollte erstmal ausreichen. Block A. Was? Ach ja, wir sollen ja dem Blut folgen.
Hallo. Nehmen wir mal das Dokument noch gerade mit. Jetzt sollen wir hier durchgehen? Nee. Ich fürchte, wenn ich hier jetzt runterspringe, dass da irgendwas ganz Extremes passiert. Und irgendwie habe ich da gar keine Lust zu. Achso, ja, da haben wir erstmal noch ein kleines Dokument. Das dürft ihr euch erstmal durchlesen. Und zack. So, und damit wir das Ganze ein bisschen fies machen, spielen wir in der nächsten Folge hier weiter, um zu gucken, warum wir den einzigen Weg nach draußen hier durch dieses schäbige Loch finden, wo wir natürlich überhaupt keine Einsicht haben, nur eine Ladung Blut sehen, was auch daraus resultieren kann, dass hier ein Baby geboren wurde oder sonstiges. Würde ich sagen, bis dahin, haut rein und ciao!